Stefanie Popp hier. Hi, ganz herzlich willkommen zu meinem 5-Tages-Training rund um die Stimme Gottes. Ich freue mich echt, dass du dabei bist und ich bin mir ganz sicher, dass du in diesen Tagen nicht nur etwas lernst, sondern wirklich so ganz real tiefer kommst in diese Realität, Gottes Stimme zu hören und nicht nur seine Stimme zu hören, sondern letzten Endes zu einer Stimme zu werden, zu seiner Stimme. Und das ist nämlich Gottes Ziel mit uns, okay? Ich bin hier draußen in meinem Garten und es ist einfach nur wunderschön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe den Frühling. Ich liebe es zu sehen, wie alles wächst. Und ich höre oft auch Gottes Stimme in der Natur. Und ich bin mir sicher, so manch einer von euch kann mir zustimmen. Aber ich möchte heute einige Momente über Gottes kreative Power zu euch sprechen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann beginnt sie mit ganz, ganz erstaunlichen Worten, finde ich. Nämlich im ersten Buch Mose heißt es, dass die Erde wüst und leer war und Finsternis lag über dem Wasser. Und dann heißt es, und Gott sprach. Gott sprach und es wurde Licht. Ich weiß nicht, ob du an dieser Stelle schon mal hängen geblieben bist und wirklich drüber nachgedacht hast, was da geschehen ist. Also Gott hat nicht irgendeinen riesen Zirkus veranstaltet, sondern Gott sprach. Also es war einfach nur sein Wort, seine Stimme, die dann etwas entstehen hat lassen. Und das ist wirklich so, wow, wenn wir verstehen, Gottes Stimme ist so ganz anders wie wir das manchmal oberflächlich betrachtet vielleicht denken. Ja, er ist nicht nur wie ein Daddy und wie wir vielleicht zu unseren Kindern sind oder irgendwie Gott, sondern wenn Gott spricht, ja, dann geschieht etwas. Und wir sehen in diesen Versen, im ersten Buch Mose, in diesem Gott sprach, wir sehen da eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, dass Gott Ordnung bringt in das Chaos. Ja, und am Anfang, wenn man sich vorstellt, die Erde ist wüst und leer und voller Finsternis, das ist Chaos. Okay, und Gott spricht und Ordnung kommt in das Chaos. Und wenn wir seine Stimme hören, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann bringt er Ordnung in unser Chaos. Und das zweite ist, Gottes Wort ist buchstäblich Kraft, wirklich Kraft. Wenn er spricht, dann geschieht etwas. Und wenn Gott spricht, dann identifiziert er nicht das Problem, sondern er bringt die Lösung. Und das ist wirklich ein Kern für uns, das zu verstehen. Ja, wenn Gott spricht, dann spricht er nicht zu der Finsternis und zu dem Chaos und befiehlt hier und da, sondern Gott schaut sich das an und wenn er spricht, dann präsentiert er die Lösung. Und so ist es auch in unserem Leben, so ist es im ganzen Bereich auch der Prophetie, aber Gottes Wort bringt Lösungen. Und das ist so wunderbar, denn wir sind berufen, wirklich Gottes Lösungen in unsere Welt zu bringen, in diese Welt. Wir alle sind umgeben von Chaos in irgendeiner Form, Krankheit, Leid, Rassismus, was auch immer, ist eine Form von Chaos. Und wir sind berufen, Gottes Lösungen in diese Welt zu bringen. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott Worte als Methode gewählt hat, um Lösungen und Transformation in diese Welt zu bringen. Okay? So, hier kommt die Activation, also für heute. Ich möchte, dass du in die Natur gehst, dass du dir Zeit nimmst, rauszugehen, spazieren zu gehen und dass du einfach die Schöpfung betrachtest, ja, die Pflanzenwelt um dich herum, die Natur, die Tierwelt, was auch immer dir über den Weg läuft sozusagen und dass du wirklich drüber meditierst, dass Gott sprach und es geschah, okay? Gott hat diese Welt erschaffen durch sein Wort. Darüber sollst du heute mal nachdenken. Über diese schöpferische Kraft und Power, die in seinem Wort liegt, wenn er spricht, okay? Und dann möchte ich, dass du an diesem Video einen Kommentar hinterlässt mit deiner Lieblingsbibelstelle. Jeder von uns hat Bibelstellen, die in sein Leben gesprochen haben. Ich habe Bibelstellen, die mir total was bedeuten, wo ich wirklich empfunden habe, Gott spricht zu mir und mit diesen Bibelstellen laufe ich. Meine Bibelstelle oder eine meiner Lieblingsbibelstellen steht in Römer 8, Vers 19. Da heißt es nämlich, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, die Schöpfung wartet sehnsüchtig, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese oder an sie denke, dann passiert etwas in mir. Und es bringt etwas in mir zum Schwingen und weckt in mir eine Erwartung. Also ich spüre in dieser Bibelstelle immer Gottes Kraft. Und
So hast auch du Bibelstellen, die unheimlich wichtig sind in deinem Leben. Und ich möchte, dass du eine davon nimmst und dass du einfach diese Bibelstelle als Kommentar hinterlässt. Und wenn wir uns das dann anschauen, dadurch lesen, dann bin ich sicher, dass der eine oder andere dadurch echt ermutigt wird. Okay? Also, geh in die Natur, verbringe etwas Zeit draußen, meditiere darüber, dass Gottes Wort, wenn er spricht, wirklich kreative Power beinhaltet und Ordnung bringt in Chaos, und dann poste eine deiner Lieblingsbibelstellen. Okay? Und dann sehen wir uns wieder morgen, Tag 2 in diesem 5-Tages-Training. Verpasst es nicht, wenn du meine Seite geliked hast, dann stößt du automatisch drauf, wenn ich tue das. Und vielleicht magst du dieses Video auch teilen. Ja, meine Vision ist wirklich, dass nicht nur möglichst viele Menschen Gottes Stimme hören, sondern dass sie zu einer Stimme Gottes werden. Okay, lass uns echt eine Bewegung sein miteinander und teile dieses Video mit deinen Freunden, die das auch brauchen. Und dann sehen wir uns wieder morgen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.